Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier, wieder mit einer Reaktion. Ich finde es immer interessant, wenn so Nicht-Pokémon-Go-Medien, die eigentlich denken, dass Pokémon Go vor 4 Jahren ausgestorben ist, dann über Pokémon Go berichten. Ich habe hier einen Artikel vom Spiegel. Der hat einen Artikel über Pokémon Go geschrieben und den schauen wir uns an. Link ist wie immer unten in der Beschreibung, falls ihr den Artikel nochmal durchlesen wollt. Wie immer, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Fotostrecke, so spielt sich Pokémon Go in Corona-Zeiten. Wie sehe ich die Fotos? Pokémon Go hat eine starke soziale Komponente, viele Inhalte lassen sich aber auch unabhängig von anderen Spielerinnen, Spieler und Spielern erleben. Der Gang ins Freie allerdings bleibt für das volle Erlebnis bislang unabdingbar. Mogelbaum, yes. Mit Rauch, also das ist erst nur die Fotostrecke, zum Artikel kommen wir gleich. Mit Rauch allerdings kann man auch in den eigenen 4 Wänden Pokémon anlocken. Das Entwicklerstudio Niantic verbilligte das Item kurzzeitig und verlängerte dessen Wirkdauer. Bisher alles korrekt, gut recherchiert. Abwechselnd bietet Niantic derzeit für die Pokémon-Jagd wichtige Items zum symbolischen Preis von einer Pokémünze an. Korrekt. Die Wegstrecke, die zum Ausbrüten von Eiern zurückgelegt werden muss, wurde zu Anfang der Corona-Krise halbiert. Korrekt. Damit die Nutzer nicht so weit marschieren müssen, wurde die Häufigkeit virtueller Geschenke, die man an den sogenannten Pokéstops erhält, erhöht. Korrekt. Zudem kann man die doppelte Zahl an Geschenken angesammelt werden. Korrekt. Die Safari-Zone, Großveranstaltungen rund um das Spiel, die im Frühling in St. Louis, Liverpool und Philadelphia hätten stattfinden sollen, wurden auf unbestimmt verschoben. Stattdessen plant man virtuelle Ersatzveranstaltungen. 7 von 7 Umsatz macht Niantic durch den Verkauf von virtueller Währung, die im Shop für spielerrelevante und kosmetische Gegenstände ausgegeben werden. Münzen, 50 Münzen lassen sich täglich aber auch erspielen. Okay, ich weiß nicht, was das jetzt mit der Krise zu tun hatte, aber weiß nicht, der letzte Punkt war irgendwie ein bisschen random. Der Artikel ist von Stefan Freundorfer. Bewegungsspiel in der Corona-Krise, jetzt müsste es Pokémon Don't Go heißen. Rausgehen, Monster jagen, andere Spieler treffen, das ist seit 3,5 Jahren. 3,5 Jahre? Stimmt, das ist das 4. Jahr dann. Juli 2020 ist 4. Jubiläum. In der Corona-Krise wirkt das denkbar unpassend, deshalb steuern die Entwickler nun um. Die Corona-Krise stellt auch die Videospielwelt auf den Kopf. Seit 4 Jahrzehnten als eine Bewegungsmangel und Vereinsamung befördernde Zeitverschwendung geschmäht, werden Games jetzt sogar von der Weltgesundheitsorganisation WHO als lebensrettende Maßnahme beschworen. WHO-Botschafter Ray Chambers jedenfalls zeigte sich dieser Tage begeistert über die Verbreitung der Social Distancing-Botschaft durch Spieleunternehmen wie Activision, Blizzard oder Riot Games. Rito Games. Sie hatten eine Kampagne namens Play Apart Together gestartet. Hashtag natürlich. Für eines der wenigen Spiele, die das in den letzten Jahren immer wieder ausdrücklich für seine gesundheits- und sozialkontaktfördernden Effekte gelobt wurde, werden die Verhaltensregeln rund um die Pandemie allerdings zum Problem. Pokémon Go lebt schließlich davon, dass seine Spielerinnen und Spieler sich besonders viel im öffentlichen Raum bewegen. In der Tat, ja, in der Tat. Dass sie sich zusammenfinden, um gegeneinander anzugehen oder in großen Gruppen auf Raids zu gehen. Was bedeutet, dass Fans des Spiels in Klassenstärke gemeinsam gegen extrem starke seltene Pokémon kämpfen. Empfehlungen wie zu Hause bleiben und Kontaktverbote erschüttern die Grundlagen der Spielmechanik. Schnelle erste Reaktion. Bei Niantic ahnten die Entwickler schnell, was auf sie zukommt. Auf das Anwachsen der COVID-19-Fallzahlen außerhalb Chinas reagierten die kalifornischen Pokémon Go-Betreiber früher als manche Regierungen. Oh. Schon am 12. März, damals sollte man sich in Deutschland noch nicht zu flächendeckenden Schulschließungen durchgängen, kam es zu ersten Änderungen im Spiel. Der für das folgende Wochenende geplante monatliche C-Day. Abra C-Day wäre es gewesen. Stimmt, und diesen Monat auch kein Zeichen von einem C-Day. Weil man kann es einfach... Ach, keine Ahnung. Nee, vergiss das. Vergiss das, was ich sagen wollte. Der mit dem zeitlich begrenzten Auftreten besonderer Pokémon Farbvarianten stets besonders viele Spieler ins Freie lockt, wurde auf unbestimmt verschoben. Zudem verringerte Niantic die Notwendigkeit ausgiebiger Bewegung im Freien. Eier, die durch das Zurücklegen einer bestimmten Distanz ausgebrütet werden, schlüpfen mittlerweile nach halb so vielen Kilometern und Pokémon erscheinen häufiger und in größerer Artenvielfalt. Und das Rauch-Item, mit dem Monster in die Nähe des Spiels gelockt werden, wurde kurzzeitig, ja, das haben wir alle schon gelesen. 30er Paket gab es zum symbolischen Preis von einer Münze, ja. Als Gelation, normalerweise werden für einen einzigen Rauch 40 Einheiten der Wirtverwendung fällig.
und pro Tag lassen sich im Spiel nur 50 Pokémünzen verdienen. Ungebrochener Erfolg. Obwohl sich der mediale Hype um das Spiel schon lange gelegt hat, ist Pokémon Go für Niantic noch immer eine Goldgrube. Und wie, Alter? Junge, Jackpot, dreimal die 7, Alter. Zack, zack, zack. Nur noch Dollarzeichen in den Augen, Mann. Auch 3,5 Jahre nach der Veröffentlichung investieren die Nutzer kräftig in das Mobilspiel. Im vergangenen Jahr sogar mehr denn je. Oh ja. Laut den Scheiniger Quasar lässt grüßen. Laut den App-Analysen Sensor Tower generierte die grundsätzlich auch gut kostenlos spielbare App 2019 einen Gesamtumsatz von satte 894 Millionen US-Dollar. Digga, sagen wir einfach 1 Milliarde, Alter. Aufgerundet 1 Milliarde. Und damit mehr als in den Jahren zuvor. 38% davon kam aus den USA, 32% aus Japan, Deutschland folgte mit 6% Anteil am Umsatz auf Platz 3. Ui, der Deutschland läuft bei uns. Die Popularität des Spiels in genau diesen Ländern könnte auch der Grund dafür sein, warum in der Woche nach den ersten Corona-Änderungen der Umsatz von Pokémon Go massiv anzog, statt einzubrechen. Mit Verweis auf Sensor Tower Zahlen berichtete die US-Seite VentureBeat von einer 67%igen Steigerung. Das sind wahrscheinlich die ganzen Leute, die Bälle gekauft haben. Das Wochenumsatz auf 32 Millionen Dollar bezogen auf die Woche. In jener Woche waren in den USA und Japan noch keine offiziellen Lockdown-Regelungen in Kraft. In Deutschland gewöhnte man sich nun langsam an die Couch-Quarantäne. Mehr verfügbare Zeit mit wenig werdenden Aktivitätsangeboten im Freien. Mhm. Diese Kombination könnte den Umsatz befeuert haben. Erst recht zusammen mit den Eintex-Anpassungen in Sachen Brutdistanz und Monstervielfalt. Veränderungen werden kommen. Doch bei Niantic, die mit Ingress und Harry Potter Wizards Unite weitere standardbasierte Apps betreiben, weiß man, dass in den kommenden Wochen wohl noch erheblich deutlicher am Spielprinzip gedreht werden muss. Yes, check das Video ab. Pokémon Go erlaubt Zwoofen. Demnächst Raids von zu Hause und irgendwelche Orte von zu Hause besuchen. Genau hier, Echtweltabenteuer. Yes, yes, yes. Die DNA der Niantic-Spiele wird in jedem Post mit den Begriffen Erforschen und Bewegen beschrieben. Yes, yes, yes. An einer exakten Antwort auf die Corona-Situation arbeitet in Niantic demnach noch, der Blogpost umgeist aber bereits geplante Änderungen. Ja, check das Video ab. Genau. Das war's? Ah. Eigentlich hat er einfach nur alles zusammengefasst. War jetzt gar nicht so. Es war jetzt gar nicht so fachfremd wie erwartet. Hat einfach. Das hätte auch einfach irgend so ein Pokémon Go-Artikel sein können. Also gar nicht so interessant gewesen für uns und die Reaktion, aber jetzt ist zu spät. Jetzt kommt dieses Video trotzdem. Man weiß ja nie, was da alles geschrieben wird. Ich habe es ja nicht vorher abgecheckt, ist ja eine Live-Reaktion sozusagen. Oh ja, guter Artikel, alles gut erklärt, alles fachlich, sich nicht über den Pokémon Go lustig gemacht. Ja, so ist die Lage momentan, alles von zu Hause. Schauen wir mal, C-Day wurde abgesagt, der letzte, über den nächsten wurde gar nichts gesagt. April ist, ja, Oster-Event, kommt demnächst, momentan läuft der... Keine Ahnung, was momentan für ein Event läuft. Irgendein Event. April-Event. 1. April-Scherz-Event. Ich habe einen shiny Frosch bekommen, wie auch immer der heißt. Ich laber nur noch herum. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon, serious business.